Hallo liebe Zuhörer, heute zeigen wir nochmals die kurzfristigen Einschätzungen für Gold auf. Gold Futures werden in der Nachtsitzung am Mittwoch etwas niedriger gehandelt, da sich die Preise knapp unter einem wichtigen Widerstandsniveau von 1746 US-Dollar und 90 Cent und einem Haupttop bei 1756 US-Dollar konsolidieren. Die Kursaktion deutet darauf hin, dass die aktuelle Kurzschlussrallye zumindest vorübergehend vorbei sein könnte und der Markt einige seiner Gewinne vom 31. März zurückverfolgen könnte, aber nicht unbedingt die Wiederaufnahme des Abwärtstrends auslösen kann. Der aktuelle Nebenbereich beträgt 1.677,30 Dollar bis 1.746,70 Dollar. Eine normale 50% Rückverfolgung dieses Sortiments würde den Markt wieder auf 1.712,00 US-Dollar treiben. Dies würde einen potenziellen Unterstützungskluster mit dem langfristigen Fibonacci-Niveau bei 1.712 US-Dollar und 90 Cent bilden. Die erste Rallye nach einem längeren Kursrückgang in Bezug auf Preis und Zeit ist in der Regel kurzdeckungstechnisch. Wenn sich der Markt weiter nach oben bewegen wird, werden echte Käufer wahrscheinlich nach einer 50%igen Rückverfolgung des ersten Abschnitts nach oben kommen. Diese Käufer werden versuchen, eine potenziell bullische sekundäre Höhere unter, die zu einer Änderung des Trends auf einem Zug durch 1756 Dollar führen könnte. Gold wurde eine Woche lang durch einen stetigen Bruch des US-Dollars gegenüber einem Korb wichtiger Währungen und einem Rückgang der Renditen des US-Finanzministeriums gestützt. Dieselben Faktoren, die die Preise in der vergangenen Woche auf ein Mehrmonatstief getrieben haben. Die gedämpfte Reaktion auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und den robusten PMI-Bericht vom Montag könnten ein Signal gesendet haben, dass der Anstieg der Renditen seit dem ersten Desjahr eine Überreaktion auf die Inflationsgefahr gewesen sein könnte. Es deutet auch darauf hin, dass die Berichte in Renditen und den US-Dollar eingepreist worden sein könnten. Schließlich hat sogar der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve gesagt, dass sich die Wirtschaft auf dem stärksten Stand seit 1984 erholen würde. Der wichtigste Bericht am Mittwoch, der die Preisaktion spät in der Sitzung antreiben könnte, ist das Protokoll der Federal Reserve von ihrer letzten Sitzung am 17. März. Händler werden sich die Protokolle ansehen, um weitere Hinweise auf die Geldpolitik der Fed zu erhalten. Anfang der Woche sagte die Präsidentin der Fed in Cleveland, Loretta Mester, am Montag, die US-Notenbank sollte an ihrer einfachen Politik festhalten, um das Wachstum weiter zu unterstützen. Technisch gesehen sind die Fundamentaldaten unserer Meinung nach zu bärisch, um zu riskieren, dass sie höher gejagt werden, aber ein Rückzieher in den Support-Cluster bei 1.712 US-Dollar. 1.711 US-Dollar und 90 Cent kann ein attraktiver Bereich für aggressive Käufer sein, um einzuspringen. Der Goldpreis bleibt also spannend und noch stabil. Wollen Sie weiter informiert sein, dann folgen Sie bitte dem Kanal.